Das hier ist das meistverkaufteste Fondue-Set. Ich habe es von Amazon. Übrigens, wer sich für interessiert, der Link ist in der Infobox. Das ist das Fondue-Set, was wahrscheinlich bei jedem zweiten... Sauber machen übrigens. Super easy hinterher. Im Haushalt, wenn es Fondue gibt, zu Hause zu Silvester steht. Und im Gegensatz zum Raclette hast du hier einfach mal viel weniger Arbeit, in meinen Augen zumindest. Denn du hast lediglich eine Basisstation, die gar nicht dreckig wird. Dann einen Topf, der in die Spülmaschine kann, mit Minimum- und Maximumpegel, der übrigens richtig gut drauf sitzt und sicher sitzt und den man dann danach auch easy runternehmen kann. Zum Edelstahltopf gehört der Edelstahldeckel, in denen insgesamt 4 verschiedene Farben auf 8 Spießen Platz finden. Mit einer anständigen Halterung, dass auf jeden Fall hier unser Pieker nicht reinrutscht und jeder etwas Käse, Öl oder Schokolade abbekommt. Eine Anleitung ist dabei mit Kochempfehlungen und ich würde sagen, wir starten heute ein Käsefondue, um das Ganze auszuprobieren. Nutze dafür mein französisches Opinel. Übrigens alle Sachen, die ihr hier im Video seht, ehrenhalber ist das auch immer als Link unter dem Video in der Infobox drin. Und dann würde ich sagen, schneiden wir uns ein paar schöne Brotstücke. Da kriegt man schon direkt Hunger, wenn man ja den Käse gleich am Gaumen spürt. Brot kann man natürlich auch rösten, wie man das möchte. Ich mag es lieber weich und freue mich schon riesig auf den Käse, der da gleich raufkommt. In der Videobeschreibung findest du Tipps, welche Käse zum Beispiel aus dem Supermarkt dafür geeignet sind. Hier haben wir zum Beispiel mal Emmentaler. Es gibt auch fertige Mischungen von Alpenzeller zum Beispiel. Das kam jetzt hier per Amazon. Und ja, es gibt ja diesen Ofenkäse, da finde ich immer ganz blöd. Das ist viel zu schnell kalt. Du machst den Ofenkäse im Ofen rein und dann sitzt du oben beim Fernsehen. Und wenn es dann losgeht, dann ist er schon wieder halb kalt und schmeckt überhaupt nicht mehr. Bin mal gespannt, wie sich dieser Alpenzeller hier macht. Das sind sagenhafte 800 Gramm. Wichtig ist bei so einem Käse auf jeden Fall, dass der würzig ist. Und dann schmeckt das hinterher auch, weil sonst Käse... Teilweise Butterkäse, der schmeckt ja in der Regel nach nichts. Dann würde ich sagen, starten wir hier unser Fondue. Hinein damit, mit dem leckeren Käse. Bei diesem Käse ist es wirklich super, der ist schon relativ flüssig. Und ich werde ihn ein bisschen aufpimpen mit meinem anderen Käse noch, den ich mitgebracht habe. Also der Pott, der wird auch relativ schnell warm. Innerhalb von 10 Sekunden hört man schon das erste Blubbern. Oh, herrlich. Und ich finde es übrigens eine gute Alternative zum Essen gehen. Jetzt allein, wo der Döner über 10 Euro kostet, da kann man auch mal wieder schön zu Hause was machen mit der Familie, ohne dass der Mann oder die Frau vielleicht lange kochen muss. Man sitzt schön zusammen, ist gemütlich, das geht ja nicht um Geschwindigkeit, sondern man hat wirklich Zeit und kann das zelebrieren. Ich nehme die Farbe grün, würde ich sagen. Spießen wir mal hier was auf. Wir haben hier so eine, wie so kleine Minigabel, wie gesagt, wo wir dann hier nachher gleich das Ganze eintunken können. Ja, ich liebe auch Raclette. Das ist auch toll, viele verschiedene Sachen ausprobieren. Ist das immer eine riesengroße Sauerei. Es wird sehr heiß, finde ich, am Tisch. Also hier haben wir keine große Wärmeabstrahlung. Beim Raclette hast du eine Cola daneben abends, dann ist sie auch ruckizucki warm. Ein klarer Vorteil von Käsefondue, du kommst hier nicht so schnell in die Klatten wie beim Öl, weil beim Öl hast du natürlich die Sache länger drin. Und beim Käsefondue drückst du es rein, guck dir das an. Mmh. Also man muss sagen, dieser Alpenzeller, der ist auf jeden Fall geschmackvoller als dieser andere Käse, den ich bis jetzt immer hatte. Oder wie dieser Ofenkäse. Auch beim Fernsehen ist sowas mega geil. Hier unten, das ist eine Heizplatte und diese Heizplatte ist heiß. Also es ist nicht so, dass der Topf das Ding erhitzt, sondern die Heizplatte erhitzt den Topf und ist auch heiß. Herrlich, die Temperatur ist genau eingestellt, nichts brennt an. Ein weiterer Vorteil, wenn wir es jetzt hier ausstellen, wir sehen immer die Lampe, ob es noch heiß ist oder nicht heiß ist. Wir haben unter dem Topf die Möglichkeit, weil immer wenn man sowas wegräumt, das ist ja super ärgerlich, wir möchten das Kabel ja gerne aufwickeln, das kannst du ja unter aufwickeln und dann fliegt das nachher nicht im Regal, im Schrank rum. Warum der Griff hier schief angeschraubt ist, das weiß ich nicht. Dieser hier auch, wahrscheinlich damit man es besser tragen kann, ich weiß es nicht. Aber ja, macht einen richtig guten Eindruck. Minimum, Maximum. Die Suppe drin ist relativ schnell heiß. Ich habe mein Brot verloren. Da. Das ist halt die Gefahr, dass ihr eure Teile verlieren könnt. Und beim Fleisch hast du auch ganz schnell eine feindliche Übernahme. Denn, ja, wer Hunger hat, der haut rein. So, und ich hau auch rein. Ich danke euch fürs Einschalten. Wünsche euch einen guten Appetit. Der Link ist in der Infobox. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Bleibt sauber, ordentlich und anständig. Euer Onkel Kramer. Sauber machen übrigens. Super easy hinterher.